In einem der vorigen Videos haben wir gesehen, wie wir hier in Microsoft Dynamics mit E-Mails arbeiten können. Damit das noch professioneller und noch besser funktioniert, schauen wir uns jetzt an, wie wir hier E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Signaturen dazu verwenden können, um noch einfacher, schneller und besser E-Mails zu generieren. Starten wir mit den E-Mail-Vorlagen. Die E-Mail-Vorlagen sind genauso wie die E-Mail-Signaturen im Bereich der persönlichen Einstellungen. Also bitte hier unten im Bereich Vertrieb, den wir uns normalerweise bewegen, auf den Bereich persönliche Einstellungen wechseln und dort auf die E-Mail-Vorlagen. Ich kann jetzt hier eine neue E-Mail-Vorlage anlegen. Wir haben hier so ein kleines Pfeilchen nach unten, so ein Drill-Down. Das heißt, ich kann hier sagen, eine leere oder eine vorhandene Vorlage. Beginnen wir einfach mal mit einer leeren. Der Vorlagename ist jetzt hier Messebesuch. Die Berechtigungsstufe kann jetzt hier sein, Organisation oder individuell. Das heißt, gilt dieses Template dann auch für meine Kollegen oder ist das nur etwas für mich persönlich? Das kann ich hier steuern, wer hat darauf Zugriff. Ich sage hier mal Organisation, alle im Unternehmen haben darauf Zugriff. Und die Kategorie ist, welche Daten kann denn diese Vorlage hier verwenden? Und in meinem Fall nehmen wir hier die Leads. Wir haben ja vorher Leads importiert und ich möchte jetzt basierend auf Leads auch hier diese Templates verwenden können, also Vorlagen. Die Sprache ist nur eine Filtermöglichkeit. Das heißt, wenn ich hier sage, ich möchte das auf Deutsch hier rausschicken, dann nehme ich bitte auch die deutsche Sprache und ich sage mal hier erstellen. Gut, das ist eine Beschreibung, das wird hier ein Dankschreiben nach Messebesuch und ich kann jetzt hier unten ein bisschen mitgeben, was ist der Betreff meiner E-Mail. Vielen Dank für den Besuch, Rufzeichen. Wir sehen hier, ich kann auch hier Anlagen erstellen, das heißt, ich könnte da gleich auch Attachments, Anhänge mit dazu reinnehmen, zum Beispiel irgendein PDF-Dokument, das ich mitschicke, oder ich schreibe jetzt hier meinen Text. Den kann ich auch aus einem Word-Dokument herüber kopieren. Das heißt, ich könnte da auch Formatierungen mitnehmen. Wenn wir wieder da irgendwo reingehen, ich habe da jetzt zum Beispiel von vorher noch irgendwo ein Mail offen mit Formatierungen. Das könnte ich auch mit Copy und Paste entsprechend mit reinkopieren und er würde mir hier Schriftdaten und sonstige Dinge mitnehmen, nur um solche Dinge auch mal zu haben. Aber zur Signatur kommen wir nachher noch. Und jetzt schreibe ich da rein, lieber Kunde. Und das Schöne daran ist, ich kann jetzt hier quasi Felder einfügen. Und zwar, wenn wir da jetzt mal nach oben schauen, wir haben hier den Lead als Grundlage genommen. Und haben jetzt hier bei den drei Pünktelchen ein bisschen versteckt das Feld dynamischen Text einfügen. Und ich kann jetzt draufklicken und kann jetzt hier Texte mit einfügen. Und nämlich vom Datensatztyp, den wir vorher gewählt haben, Lead. Und sage jetzt hier zum Beispiel das Feldname, beziehungsweise wenn wir da jetzt runterscrollen, Adresse. Wenn wir da weiter runterscrollen, wir haben den Namen des Unternehmens. Hier wäre dann Name. Wenn kein Name angegeben ist, sage ich hier Kunde. Als Default-Text sollen wir da einfach einfügen. Und wir sehen jetzt hier meinen Platzhalter hier drinnen. Vielen Dank für den Besuch bei. Und den Messenamen haben wir auch drinnen, das war das Topic. Das heißt, wir können da wirklich relativ schön uns die Felder raussuchen, Lead, beziehungsweise auf Deutsch heißt das Ding Thema. Scrollen wir da einfach mal runter, dass wir es auch hier wieder mit den Feldern vertraut machen. Und das die Reihenfolge wäre vielleicht nicht schlecht. Einfügen, ich habe da keinen Default-Text, Ehebetreuer. Und selbst da könnten wir einen Text hernehmen, nämlich zum Beispiel den dynamischen Text, nicht nur vom Benutzer, sondern sogar vom Lead, zum Beispiel zu sagen, okay, ich kriege jetzt den Besitzer heraus. Also ich kann hier sehr einfach etwas zusammenbauen, sogar beim Betreff können wir hier dynamischen Text einfügen. Das ist auch hier mal die Möglichkeit und das können wir jetzt hier mal speichern. Sagen hier speichern und schließen und haben jetzt unser Template entsprechend hinterlegt. Bevor wir das verwenden, machen wir auch gleich das Thema E-Mail-Signatur, weil wir gerade da erinnert sind, ist im gleichen Bereich. Auch hier kann ich sagen, eine neue Signatur anlegen. Wir sehen hier My E-Mail Signatures. Ich sage da auch nochmal, das ist Gerald Privat. Ich kann wieder die Sprache einstellen, kann sagen, das ist mein Standard Signatur-Template und ich mache es mir jetzt einfach, ich kopiere mir das da zum Beispiel einfach da mal raus. Damit habe ich das gleich hinterlegt. Ich mache es nicht einfach, weil das Kopieren gerade mal nicht geht. Jetzt hat das drin und habe das quasi dann einfach so mal hier erinnern. Dann auch hier zum Beispiel speichern und speichern und schließen. Das heißt, ich habe mir auch hier quasi eine Signatur angelegt. Und das Schöne ist jetzt dran, wenn ich jetzt hier in den Vertrieb zurückgehe und mir meine Leads mal entsprechend anschaue, nehme da zum Beispiel einen Lead auch her, der eine E-Mail-Adresse hat, sonst wird es ein bisschen schwierig, dir eine E-Mail zu schicken. Das heißt, das System prüft ja auch, wenn ich da jetzt eine E-Mail dann rausschicke, hat der überhaupt eine E-Mail-Adresse? Klicken wir auf E-Mail. Und wir haben ja gesagt, das Thema wird Teil werden und der Name ist mit dabei. Und ich kann jetzt hier sagen, Vorlage einfügen. Und auf Deutsch gibt es jetzt hier
für Leads der Messebesuch. Das heißt, wichtig ist jetzt hier, dass hier im Anfeld auch ein Lead entsprechend ist, damit ich dieses Template bekomme. Und wenn ich das hier auswähle, sehe ich hier, der Name ist eingefüllt, ihr Betreuer ist der Systemadministrator. Bei Produkt kaufen haben wir hier perfekt Vorlage anwenden. Und im Hintergrund sehen wir auch schon unsere Standardsignatur drinnen. Wunderbar. Das heißt, wir bekommen da gleich vielen Dank für den Besuch und das E-Mail ist entsprechend vorbereitet. Das heißt, wir sind hier relativ schnell, um hier etwas zu machen. Würde ich hier einen anderen anhaben, das heißt, wenn das jetzt hier ein Benutzer zum Beispiel wäre, oder filtern wir mal nach Kontakt und sagen hier ja, übernehmen, und ich gehe hier wieder auf Vorlagen einfügen, dann fragt er mich, welche Vorlage möchtest du haben, und er sagt, okay, im Feld an ist jetzt ein Kontakt, ich sage auswählen, und damit stehen mir auf einmal auch andere Vorlagen zur Verfügung. Das heißt, immer darauf achten, welchen Datensatz habe ich hier im Hintergrund, was ist auch meine Sprache, dass auch das richtig gefiltert ist, und dann stehen mir hier diese Vorlagen zur Verfügung und ich kann die entsprechend auch rausschicken an die E-Mail-Adresse. Vielleicht nur ganz kurz abschließend noch zu den E-Mail-Vorlagen. Wir haben ja vorher auch gesehen, ich kann hier sagen neu mit vorhandener Vorlage beginnen. Dann suche ich mir einfach eine heraus, zum Beispiel vielen Dank für Ihre Registrierung, sage ich auswählen und bekomme quasi einen Klon hier nochmal, den ich hier recht einfach nochmal pflegen kann. Ich sehe hier schon ein paar Felder ausgefüllt. Wenn ich sage, okay, das Bundesland, das brauche ich nicht, dann nehme ich es entsprechend halt mit raus und habe dann gleich meine eigene Vorlage, kann da auch Tabellen einfügen, kann hier Bilder entsprechend einfügen. Also da haben wir ein paar Möglichkeiten, um hier eine schöne Vorlage zu machen. Schon gesagt, die Anlagen können wir auch noch mit dazu reinnehmen. Das heißt, ich könnte dem noch ein PDF mit dazu schicken. Dann wäre dieses PDF Teil dieser Vorlage und die wird immer auch mit rausgeschickt. Damit sind wir relativ flott dann auch unterwegs, um hier wirklich professionelle E-Mails hinausschicken zu können.